Die Pfadfindergruppe Rote Falken veranstaltete ein Landespfingstlager im Schloss Tribuswinkel unter dem Motto Kinder aus anderen Ländern. Wer sind denn die Roten Falken? Die Roten Falken sind eine Kinder- und Jugendorganisation, die eine andere Art von Freizeitgestaltung bieten möchte. Aber nicht nur Freizeitgestaltung ist uns wichtig, sondern auch eine gewisse Wertevermittlung. Ganz wichtig ist uns, auch wie unser Campmotto ist, Kinder einer Welt, es macht keinen Unterschied, woher man kommt, aus welchen Verhältnissen man kommt. Wie schaut denn das mit den Mitgliedern aus? Die Kinder sind in welchem Alter bei Ihnen? Die Kinder sind von 5 bis 15, obwohl 14 das Alter ist, wo man dann anfangen, sich heranzuziehen, wenn sie auch Betreuer und Betreuerinnen werden sollen. Einfach schon mit mehr Aufgaben, auch wenn sie wollen, freiwillig, dass sie die Aufgaben kriegen und übernehmen auch und da gerne auch tätig sind, dann schon im Helferbereich. Paul, du bist ein Mitglied der Roten Falken. Seit wann bist du denn Mitglied? Seit ungefähr 5 Jahren. Und was hat dich bewogen, zu dem Roten Falken zu kommen? Was gefällt dir denn hier am besten? Also mein Vater hat mich einmal auf ein Camp mitgenommen und mir hat das einfach gefallen, die Natur mit anderen Kindern zu sehen. Ich habe da jetzt auch schon einige Freunde gefunden. Also ich will so oft wie möglich eigentlich hierher, weil es ist einfach immer toll, auch in einem Zelt übernachten, finde ich, ist auch mal was anderes, als einfach nur in einem Bett zu übernachten. Die Roten Falken vertreten Werte, die, wie ich finde, sehr viele Menschen vertreten sollten, nämlich, dass die Menschen grundsätzlich gleich sind, dass man Solidarität auch schon unter Kindern spürbar macht, dass man zusammenhält, dass man gemeinsam stärker ist als alleine. Und auch so wie das Motto der Veranstaltung, wir sind alle Kinder einer Welt, dass es vollkommen egal ist, wo ein Kind herkommt oder wo es lebt. Alle Kinder haben Rechte. Carrie, du bist ein kleiner Gast bei den Roten Falken. Seit wann bist du denn da dabei? Das weiß ich gar nicht mal so genau. Und was gefällt dir so gut bei diesen Falken? Wenn wir hier zusammen eine Freundschaft haben und wir sehen uns alle miteinander. Wir versuchen auf unserem Zeltlager das Leben so zu gestalten, wie wir es uns eigentlich wünschen würden, dass es auch in der echten Welt ist. Wir gehen gemeinschaftlich miteinander um, wir versuchen solidarisch miteinander zu sein. Wir teilen die Sachen, die da sind. Wir sind demokratisch, das ist ein ganz wichtiges Prinzip bei den Roten Falken. Die Kinder können auch mitentscheiden, was das Programm ist und wie die Sachen organisiert werden. Also wir versuchen da ein bisschen Gegenwelt zu der brutalen Welt da draußen zu leben und so unsere Ideale für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Demokratie im Kleinen umzusetzen.